Hallo meine Lieben, wir machen heute für euch ein Frühstück. Wir machen veganes Low Carb Porridge. Jetzt denkt ihr euch, Porridge? Low Carb, funktioniert das? Das funktioniert. Eigentlich wollten wir sogar unseren Streuselkuchen backen. Machen wir nicht in diesem Video, zumindest nicht in diesem Video, das wird noch kommen. Aber gestern standen wir bei Adams Mama. Adams Mama guckt mich an und sagt, hast du schon wieder zugenommen? Hatze, da kann sie doch nicht schon wieder einen Streuselkuchen machen, ne? Hier, da gehe ich ja auch wie ein Hefeteig, so wie der Streuselkuchen, ne? Also wir machen super leckeres, geniales Low-Carb-Porridge für euch. Welche Zutaten ihr dafür braucht, die zeigen wir euch jetzt. Für das Porridge braucht ihr Mandelmilch, gemahlene Mandeln, Leinsamen, Chiasamen, Proteinpulver, Beerenfrüchte. So, wir fangen auch hier direkt am Herd an, weil das geht so super einfach und das ist so gesund, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es hat halt wenig Kohlenhydrate, weil keine Haferflocken da drin sind in dem Porridge, ne? Eigentlich so gut wie gar nichts, was Kohlenhydrate hat, oder? Ja doch, die Mandelmilch vielleicht so ein bisschen, ne? Und die Beerenfrüchte gleich am Ende. Wir fangen an, wir geben die Mandelmilch in einen Topf. Dann geben wir alle trockenen Zutaten dazu, die gemahlenen Mandeln, alles schön verrühren miteinander. Den Leinsamen, das ist geschroteter Leinsamen übrigens. Die Chiasamen. Und das alles lassen wir jetzt für einen kurzen Moment aufkochen. Das dauert keine 5 Minuten, dass das so ein bisschen sämig wird. Ihr habt jetzt gesehen, das Proteinpulver ist noch nicht da drin. Warum und weshalb es noch nicht da drin ist, das sage ich euch nämlich dann gleich hinter beim nächsten Step. Also, das hier ungefähr für 3, 4, 5 Minuten sämig kochen lassen. So, meine Lieben, ich habe das schon mal vom Herd genommen. So sollte das jetzt in etwa aussehen, dass das so ein bisschen zäh, sämig ist. Und jetzt mache ich erst das Proteinpulver rein. Warum? Wenn ich das kochen würde, dann wird das so richtig klumpen. Ich habe das jetzt auch schon so ein Minütchen ungefähr hier stehen. Und das muss jetzt relativ schnell eingerührt werden. Habt ihr kein Proteinpulver zu Hause, könnt ihr es auch einfach weglassen. Aber das hier ist so Buttermilchgeschmack, keine Ahnung. Das mache ich jetzt da rein. Es gibt dann den ganzen noch mehr Proteine und einen leckeren Geschmack. Ich rühre das jetzt mal wacker hier rein. So, ich habe das jetzt richtig schön eingerührt und gebe das jetzt in eine Schale rein. Das sind übrigens 2 Portionen, die ich hier gekocht habe. So, und weil ich im Moment echt, glaube ich, an D3-Mangel leide, mache ich unser D3K2 dazu. Das könnt ihr einfach da reinträufeln, wenn ihr das habt. Schaut bei uns im Shop vorbei, wir haben das im Moment im Angebot mit 30%. Super easy peasy zu dosieren mit Pipette, ganz einfach dazugeben. Dann habe ich hier noch ein paar Beerenfrüchte. Ich habe gefrorene Heidelbeeren genommen. Es gab einfach keine frischen Beeren und wenn, dann waren sie einfach so teuer. Also nehme ich hier gefrorene Heidelbeeren. Ihr könnt auch andere Früchte nehmen, aber ich würde Beerenfrüchte nehmen, weil die sind einfach auch gesünder und haben weniger Kohlenhydrate als Bananen und Äpfel und so, ne? Und fertig ist euer super easy peasy veganes Low Carb Porridge. Ich probiere das jetzt natürlich auf. Das weckt Kindheitserinnerung. Super lecker. Köstlich. Reich an Omega-3-Fettsäuren durch den Leinsamen und die Chiasamen. Reich an Eiweiß durch den Leinsamen und die Chiasamen. Also das könnt ihr echt super easy peasy schnell zubereiten, auch morgens, wenn ihr im Stress seid. Es funktioniert. Macht es nach, lasst einen Daumen für uns da und wir sagen einfach nur noch Ciao mit V, Bananenbrot TV. Daumen da lassen.